Ich bin Hermann Arnold, Direktor hier am LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster. Das Museum ist für viele ein Sehnsuchtsort. Für mich ganz persönlich gehört dieses Bild von Max Ernst, L'Oiseau d'Outre-mer, der Vogel aus Übersee, für mich auch zu den ganz großen Sehnsuchtsbildern. Warum? Max Ernst hat hier ein Bild gemalt, das an der Grenze zwischen Abstraktion und Figuration ist. Wir sehen zunächst einmal, wie in einem Glasfenster, in einer Glaskunst aufgeschnitten fast, komponiert Grate, die das Bild durchlaufen. Und in diesen Farbfeldern haben wir Rot, Blau, Grün, changierend. Max Ernst hat hier die Technik der sogenannten Grattage angewandt. Denn in diesen einzelnen Feldern scheint manchmal Blau oder Orange oder Grün durch die obergeordnete Farbe durch. In der unteren Hälfte meinen wir, das Meer zu erkennen. Die wogenden Wellen mit Fischaugen vielleicht. Und oben drüber, erst auf dem zweiten Blick, erkennen wir vielleicht ein Wesen, das über dem Meer fliegt. Ein Vogel, ein Fabelwesen, das sozusagen mit diesen großen Farben über das Meer fliegt. So könnte die Geschichte sein. Max Ernst hat dieses Bild 1954 gemalt, in dem Jahr, als er aus der langen Zeit der Emigration in den Vereinigten Staaten zurück nach Europa kam. Nicht nach Deutschland, sondern nach Paris, seinem Sehnsuchtsort. Und insofern ist dieses Bild natürlich ein ganz besonderes Bild auch für Max Ernst gewesen, ein Sehnsuchtsbild auch für den Künstler, in dem er sehr viele Gefühle, unerfüllte Sehnsüchte nach einer langen Zeit in diese Rückkehr hinein projiziert haben könnte. Für uns heute, für mich, ist dieses Bild eine wunderschöne Komposition, die uns in die Ferne führt, die uns zurückführt. Ein großes Sehnsuchtsbild.